Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, der MaxWV. Heute geht es weiter. Heute sind die KS-Signale, die Kompilationssignale, an Reihe. Und ich rede gleich nicht viel, wir starten sofort. Die KS-Signale, auch Komplexsignale genannt, wurden in den 1990er Jahren von der Deutschen Bahn eingeführt, um die Sicherheit und Effizienz des Zugverkehrs zu verbessern. Sie kombinieren Haupt- und Frontsignale an einem Signalbit und nutzen moderne LED-Technologie, um die Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Außerdem erscheinen die als einfacher ein Signalbit als die HV- oder die HL-Signale im Umgang und bieten ein einfaches und komfortables Umstellung, was bei HV oder HL nicht der Fall ist. Außerdem werden sie durch nach und nach die alten HV- und HL-Signale und die SK-Signale ersetzt, um genaueres und modernes System und solche Signalstörungen zu vermeiden. Außerdem werden sie auch bei ETCS als eingesetzt, weil sie dort zuverlässiger verlaufen als die HL oder HV. Kommen wir jetzt zu den Signalstellungen und Besonderheiten bei den KS-Signalen. Wir machen weiter, bis der Erwin-Unterricht vorbeigefahren ist. Fangen wir an mit dem ungewöhnlichen Signal HP0, ein rotes Licht. Das Vorsignal sagt KS2, ein gelbes Licht. KS1, Fahrt bzw. Fahrterwarnung. Egal ob Haupt- oder Vorsignal, diese hat die gleiche Bedeutung. Bei Geschwindigkeitsbegrenzung bleibt es immer noch KS1, aber mit Z3 bzw. Z3V. Das kleine Veränderung ist, dass beim Vorsignal der grüne Licht jetzt blinkt mit ZS3V und der Hauptsignal bleibt das blaue Mal grün mit ZS3. Und zu guter Letzt KS2, Halt erwarten. Das Vorsignal bleibt KS1, Fahrt. Beziehungsweise auch mit ZS3 und ZS3V, wenn es auch mit Geschwindigkeit vorerkennung ist. Kommen wir jetzt zu Besonderheiten der Signale und was ein KS-Signal zeigen muss bzw. auch soll. Fangen wir an mit den Vorsignalen. Wenn an einem so ein Vorsignal oder an einem Mehrabschnittssignal, Hauptsignal, oben die weiße Lampe leuchtet, egal bei KS2 oder KS1 bei ZS3V, dann bedeutet das, dass der nächste hauptlegige Teil in 5%, also mehr als 5% verkürzte Bremsweg ist. Bei Vorsignalwiederholer brennt das weiße Lämpchen jetzt unten und natürlich fehlt dort das der Mast. Solange es KS2 oder KS1 bzw. V ist, leuchtet unten das weiße Lämpchen, bei ohne Einschränkung ist das weiße Lämpchen dann erloschen. Zu den Hauptsignalen gibt es natürlich das normale Signal, das keine Vorsignalfunktion hat, und den Mehrabschnittssignal mit Vorsignalfunktion. Natürlich sind auch bei KS-Signalen das gleiche wie beim Hauptsignal die Zusatzbegriffe. Wenn ihr das nur anschauen möchtet, hier oben in der Infobox ist es jetzt verlinkt. Und damit sind wir durch. Das sind wir fertig. Bevor wir noch ausmachen, ich möchte noch was ich sagen. Es tut mir leid, dass wirklich momentan wieder sehr wenig Videos und Shorts kamen. Ich habe momentan wieder wenig Zeit und für Arbeit, suche Arbeit und zu Stress habe ich. Ist momentan schwierig. Selbst für nächstes Jahr wird es auch ein bisschen schwierig, aber ich gebe mir Mühe. Ich mache immer in Freizeiten, wenn ich kriege, dass ich irgendwie Freizeit immer mit Trainspotten und so. Ich hoffe, ihr habt ihr Verständnis. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und Like da. Schaut gerne auf meine anderen Videos vorbei und kommt gerne in meine WhatsApp-Community-Gruppe. Dort ist momentan wieder coole Events mit Gewinnspielen, das Fotobewerb. Gerne rum, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, ciao.